150 Jahre Polizeipräsidium Frankfurt. Mit Blaulicht in die Zukunft. Doch bevor es beim Tag der offenen Tür Richtung Zukunft geht, springen wir zurück. Denn vor 60 Jahren schien die Welt noch in Ordnung. Hoch zu Ross aber hat das Auge des Gesetzes einen guten Überblick, ist schnell beweglich und macht dazu gehörigen Eindruck. Auch 1963 war das Fernsehen schon dabei, als es bei Polizeikontrollen um glatte Reifen und schlechte Bremsen geht. Die Polizei übt sich in Zurückhaltung, der Reporter weniger. Sie müssen doch denken, wenn Sie sich mit einem solchen Lastzug, beladen mit Koks, auf die öffentlichen Straßen begeben, dann bilden Sie doch eine Gemeingefahr. Wenn so ein Reifen wie Ihr Vorderreifen platzt, der hat Durchschläge. Die Präsidien. Das erste Präsidium war der Klesernhof, ein altes Patrizierhaus. Es befand sich direkt hinter dem Römer in der Innenstadt. Doch das Gebäude platzte aus allen Nähten. Deshalb entstand im Herbst 1886 an der Zahl 60 ein neues Präsidium an der Konstabler Wache. Beide Gebäude gibt es heute nicht mehr. Später folgte der Umzug zum Hohenzollernplatz, heute die Friedrich-Ebert-Anlage. Auch das Gebäude wurde trotz Erweiterungen zu klein und war nicht mehr zeitgemäß. Der Beginn einer neuen Ära. Auf dem ehemaligen Gelände der US-Armee entsteht das vierte und modernste Polizeipräsidium. Die Bauzeit von 1998 bis 2002. Das Präsidium an der Adickes-Allee kann dank Landeplattform auf dem Dach direkt angeflogen werden. Im Gebäude arbeiten knapp 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, das Polizeipräsidium Frankfurt ist natürlich ein besonderes Polizeipräsidium. Wir arbeiten hier in der größten hessischen Stadt mit mehr als 730.000 Einwohnern, tagsüber sogar 1 Million Menschen, die hier leben und arbeiten. Und das macht natürlich den Polizeiberuf in Frankfurt besonders herausfordernd, auch besonders spannend. Auch eine Herausforderung, Einsatzbesprechung an der Tafel, Computer und Handys waren da noch Fremdwörter. Und ob heute auch so detailliert über Staatsbesuche vor laufender Kamera gesprochen würde, wie beim Kennedy-Besuch 1963? Und schließlich die Motorrad-Eskorte, bestehend aus 17 Motorrädern. Und dahinter das Fahrzeug des Präsidenten. 1967, der Start des Farbfernsehens. Doch nicht nur lustige bunte Bilder flimmern über die Mattscheibe. Die Polizei hat mit Gewalt zu kämpfen. In den 70ern die Rote Armee-Fraktion RAF, eine linksextremistische terroristische Vereinigung, verantwortlich für 33 Morde. Er wird als Andreas Bader, 29 Jahre alt, identifiziert. Anfang der 80er, Flughafen Frankfurt. Der größte Flughafen Deutschlands ruft mit dem Bau der 4000 Meter langen Startbahn West Gegner auf den Plan. Der Protest eskaliert, als mit einer geklauten Polizeiwaffe auf die beiden Beamten Klaus Eichhöfer und Thorsten Schwalm geschossen wird. Die beiden Polizisten überleben nicht. Die Gesellschaft hat sich gewandelt, aber auch heute kann der Polizeiberuf gefährlich sein. Momentan gibt es jährlich rund 500 Anwärterinnen und Anwärter allein in Frankfurt. Warum bei der Polizei arbeiten? Weil man etwas Sinnstiftendes macht. Wir arbeiten für die Gesellschaft. Wir sind für den Schutz der Gesellschaft da und Sie kennen die Diskussion Freiheit und Sicherheit. Ich denke tatsächlich, dass Freiheit von Sicherheit bedingt wird. Das Polizeipräsidium Frankfurt an der Adickes-Allee öffnet morgen von 13 bis 19 Uhr seine Pforten zum Tag der offenen Tür. Für Groß und Klein ist Action garantiert.